Also wer so ein Produkt kauft, der muss sich nur über eines im Klaren sein. Die Wurst ist nicht mal das wert, was sie dafür bezahlen. Es hat mit Geiz ist geil gar nichts zu tun. Das ist auch kein Schnäppchen. Das ist meiner Meinung nach mieseste Qualität, hübsch verpackt. Dieser Mann kämpft gegen die Fleischindustrie. Franz Voll ist pensionierter Metzgermeister und Lebensmittelkontrolleur. Er will uns heute zeigen, mit welchen Tricks die großen Wursthersteller ihre Ware punchen und wie sich der Verbraucher dagegen schützen kann. Um das zu demonstrieren, stellt der 65-Jährige zunächst eine hausgemachte Brühwurst her, von hoher Qualität. Also wir machen jetzt hier grundsätzlich eine handwerkliche Aufschnittware. Die unterscheidet sich von der industriellen, dass wir nämlich Rindfleisch mit hereintun. Rindfleisch ist essentiell, damit der Biss vernünftig wird. Damit die Wurst auch nicht so lappig wird. Wenn sie nur Schweinefleisch hat, wird sie relativ lappig. Eine gute Wurst erkennt man an einer kurzen Zutatenliste. 4 Kilo Schweinefleisch und 2 Kilo Rind werden mit ein wenig Wasser zu einem feinen Brei, dem Wurstbrät, zerkleinert und mit Salz, Pfeffer, Piment und Muskat gewürzt. Die Konsistenz ist super. Das ist, so muss es sein. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass das hängen bleibt. Das ist so das alte Gefühl vom Fleischer. Wenn das kleben bleibt, wird die Wurst gut. Keine Aromen, keine Farbstoffe, das ist Franz Voll wichtig. Die Fleischmasse wird in einen Kunstdarm gepresst, mit Bindfaden abgebunden und anschließend gekocht. Die packen wir jetzt in Kessel und die sind so in 2,5 Stunden sind die fertig. Dann haben die im Kern 72 Grad und dann können wir sie essen. An der Fleischtheke müsste der Kunde für 100 Gramm dieser selbstgemachten Wurst etwa 2 Euro bezahlen. Im Supermarkt bekommt man Aufschnitt hingegen schon für 79 Cent pro 100 Gramm. Wie lässt sich Wurst so günstig herstellen? Franz Voll behauptet, ein Großteil der Ware werde gestreckt. Und zwar mit diesem Abfallprodukt aus der Fleischproduktion. Das ist das allseits beliebte und kaum gesehene Separatorenfleisch. Das ist ein Produkt, das eigentlich gar nicht Fleisch heißen darf. Es ist ein Produkt, ein zerquetschtes Produkt, könnte man so sagen. Das heißt, wir nehmen also einen Knochen, an dem noch Fleischreste sind, schmeißen ihn in einen Schredder. Dieser Schredder zerbricht das ins Kleinste, presst das. Und weil vorne ja mehrere Siebe sind, kann der Knochen nicht durch. Aber das weiche Material, inklusive allem, was auch weich im Knochen ist, kommt vorne aus dem Sieb raus und wird dann als sogenanntes Separatorenfleisch angeboten. Der Vorteil für Wurstproduzenten, Separatorenfleisch ist mit 40 Cent pro Kilo spottbillig, streckt die Wurstmasse und ist laut Lebensmittelkontrolleur Voll im Endprodukt nicht nachweisbar. Die Industrie kann es also einfach unter die Ware mogeln, obwohl die Masse laut Lebensmittelrecht eigentlich in der Zutatenliste ausgewiesen werden müsste. Dieses Sehen hier ist ja schon eins. Aber man muss das auch anfassen, man muss das in die Hand nehmen, dann wird es so richtig eklig. Fühlt sich so ein bisschen an wie Silikon. Nee? Ist auch von der Konsistenz ähnlich. Vielleicht sollte man damit Fenster zukleben. In wie vielen Würsten im Supermarkt steckt so Separatorenfleisch? Ich fürchte in sehr vielen. Wenn nicht sogar in allen. Wenn ich die Intention habe, ich will eine Wurst produzieren, die nichts kostet, die gar nichts kostet, dann ist das genau das richtige Mittel. Ich habe einen befreundeten Betrieb, der mir schon mal einen Preis durchsticht, einen Einkaufspreis. Und im Moment liegen wir bei einer Mortadella im Einkaufspreis, beim Kilo bei 1,39 im Eka. Kilo. Damit der Produzent an einer derart billigen Wurst überhaupt noch etwas verdient, müssen die Herstellungskosten sogar noch deutlich darunter liegen. Franz Voll schätzt, der Materialpreis einer solchen Supermarktwurst liegt höchstens bei 30 Cent pro Kilo. Um dem Ganzen überhaupt noch den Anstrich von Nobel zu geben oder von Qualität, schreibt man hier drauf, mit Joghurt verfeinert. Das ist völliger Quatsch. Kein Handwerker würde Joghurt in eine Brühwurst kippen. Hier sind 22% Magermilchjoghurt drin.
der kostet noch weniger wie Separatorenfleisch. Das macht man nur, um Gewicht zu schinden. Joghurt und Separatorenfleisch sind nicht die einzigen Zutaten der Industrie, um die Kosten zu drücken. Viele Hersteller nutzen außerdem ein spezielles Pulver, das Wasser in der Wurst verdeckt. Chemisch-technisch sind das hydrolysierte Eiweiße. Das wird gewonnen aus Schlachtabfällen, aus altem Blut, aus alten Tierkörpern. Das wird aus allem gewonnen, was sie nicht mehr essen können. So, das ist auch der pure Gammel. Das wird so lange bearbeitet, bis sie ein braunes Pulver haben. Dieses Pulver ist wirklich in der Lage, Fleisch zusammenzukleben und dann auch vorzutäuschen, wir haben hier Fleisch statt Wasser. Das heißt, ich kann dann 40% Wasser in eine Wurst geben und mit diesem Pulver zusammen, sagt die Analyse hinterher, sind höchstens 10-15%. Das sind Dinge, die sind nicht nur moralisch verwerflich, die sind einfach, das ist reiner Betrug. Die Tricks der Industrie. Franz Voll kennt sie fast alle. Der Appetit auf eine gute Wurst ist dem Lebensmittelkontrolleur trotzdem nicht vergangen. Hat Biss, merkt man, hat eine Festigkeit. Kann man also auch viel dünner schneiden. Hat dann immer noch was ganz anderes wie diese lappige nur Schweinefleischwurst. Hat ein gutes Aroma, schmeckt einfach toll. Wer es sich leisten kann, der sollte nicht Fleisch und Wurst am Supermarktregal kaufen, sondern der sollte wirklich zum Fleischer gehen, zu einem Handwerker, von dem er weiß, der macht alles selber, von dem man es vielleicht auch sogar noch hört und riecht. Und dann ist man mit Sicherheit auf der sicheren Seite. Letztendlich liegt es am Verbraucher, ob er aus der Botschaft von Franz Voll Lehren zieht oder ob ihm egal ist, woher die Wurst kommt. Hauptsache billig.